Und damit zurück und herzlich willkommen bei This War of Mine hier auf meinem Kanal. Wir sehen, wir haben einiges an Vorräten ergattern können das letzte Mal und ich glaube, da werden wir auch wieder hingehen. Da gab es nämlich noch eine ganze Menge mehr. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie es hier so aussieht. Roman, der könnte... Oh, die ist leicht krank. Das finde ich nicht gut, du. Das finde ich nicht gut. Mörsengranate am bevölkerten Marktplatz von Pogorin ist explodiert und hat dabei viele Menschen getötet. Das ist nicht so prall, ja. Ein bisschen Mucke hier. Komm. Die Temperaturen sind immer noch sehr niedrig. Feuerholz. Ja genau, das ist das Problem. Deshalb verbrennen die Menschen alles, was sie können. Und wieder klassische Musik. Komm. So. Okay. So. Die wollte ich schlafen lassen. Das scheint mir jetzt das Richtige zu sein. So, Bruno. Kannst du denn... Huch, was mache ich denn hier? So, können wir vielleicht was kochen? Ja, genau, da waren wir gerade dabei. Oh, er möchte noch fertig rauchen. Gibt's jetzt nicht, Genosse? Bisschen Feuerholz brauchen wir auch wieder. Jo, da könnten wir ein bisschen was herstellen. Zum Beispiel ein Dietrich, das wäre nicht schlecht. Das wäre sogar sehr, sehr gut, aber ich werde erstmal abchecken. Für die verbesserte Metallwerkstätte brauchen wir gar nicht mehr so viel Holz, aber da wird wieder was weggehen heute. Und ich sehe gerade, es ist nicht mehr wirklich eine Zukunftsmusik. Klingt doch ganz gut hier. Die Dietriche sind nicht schlecht. Also ich werde mal einen herstellen. Können wir gut gebrauchen? Nein, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Da hast du vollkommen recht. Die braucht nicht viel Schlaf, wie mir scheint. So. Gucken wir mal. Aber ich glaube nicht, dass wir da noch ein bisschen Schnaps herstellen können. Nein, das können wir nicht. Uns fehlt vor allem Zucker. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt dringend. So, ich check euch mal ab. Sie erholt sich gerade. Er ist sehr hungrig. Und es ist jemand an der Tür. Das könnte ein Händler... Moment mal, Bruno nicht. Wie sieht's mit dir aus? Hungrig, müde, traurig. Ja, geh du mal an die Tür. So beschlagen sich momentan auch ein bisschen die Ereignisse. So, hallo, was gibt's? Können Sie mir dabei helfen, die Fenster mit Brettern zuzunageln? Ich wohne nicht weit von hier mit meiner Tochter. Ich habe gehört, dass Plünderer Häuser leer räumen und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verschließen. Sie können allerdings durch die Fenster reinkommen. Können Sie mir dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Ich wünschte, ich könnte auch mal von Haus zu Haus ziehen und Leute anheuern, mir zu helfen, ihr die Bretter vom Fenster zuzunageln. Die Rebellen haben meinen Mann im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist noch immer nicht zurück. Wir sind ganz alleine. Bitte helfen Sie uns. Jo, machen wir. Das heißt, wir müssen auf unseren guten Kumpel hier verzichten. Du machst mal die Tür zu. Es könnte kalt werden. So, er ist sehr hungrig. Das heißt, er bekommt jetzt was zu essen. Ja, dass du zuletzt geraucht hast, ist eine Weile her. Ja, das stimmt. So, jetzt ist es mal gegessen. Ja, er ist nie besonders, Bruno ist nie besonders begeistert davon, wenn wir andere Leute unter die Arme greifen. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Das müssen wir machen. Hungrig und traurig. Und sie ist auch hungrig und traurig. Sie findet es bestimmt ganz toll, oder? Wir konnten unsere Nachbarin nicht verlassen, ohne unsere Hilfe anzubieten. Komische Übersetzung hier. Egal. Ist jetzt auch nicht, auf was sich das bezieht. Wir brauchen ein bisschen Feuerholz. Bruno, könntest du mal
dafür sorgen, dass wir ein bisschen Feuerholz herstellen. Ich mache das echt ungern. Ich mach das sehr ungern hier. Sehr, sehr ungern mache ich das. Nein, das braucht zu viel, Leute. Das braucht einfach zu viel. Zwei. Damit wir wenigstens unten ein bisschen einfeuern können. So. Dann machen wir da unten ein bisschen warm. Vorbeugung ist alles. Ja, die ist kinderlieb. Das erinnert mich daran, dass ja auch demnächst wohl eine Erweiterung von diesem Spiel rauskommt. Mit Kindern. Bin ich sehr gespannt drauf. Das könnte heiter werden. Naja, heiter eher nicht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bruno Holz, schütt mal nach. Also, es geht dahin hier. Ihr seht's ja. Aber es ist unvermeidlich. So, schütt mal nach. So. Dass wir wenigstens ein bisschen Wärme haben. Können wir hier irgendwas herstellen? Ich glaube es nicht. Nein. Nein, 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 nein. Das können wir nicht. Ich würde mal sagen, wir werden das nächste Mal Handel betreiben. Das erscheint mir am vernünftigsten zu sein. Schau mal nach ihr. Hat sie ausgeschlafen? Jetzt immer noch nicht. Aber sie erholt sich. Das ist schon mal was. Okay, die Emilia sagt, unser Neuzugang, ich bin nicht glücklich darüber, dass Roman die Nacht im Haus unserer Nachbarin verbracht hat. Wieso, bist du eifersüchtig? Wir brauchen jeden Einzelnen, um den Unterschlupf zu bewachen und für das Plündern. Ja, für das Plündern ist ja immer einer zuständig, Madame. Ach, ja, Leute. Ich bin echt am Überlegen, wie ich das mache. Sie ist hungrig, kann er ein bisschen Essen zubereiten? Ich fürchte nicht. Nein, kann er nicht. Shit. Also was meine oberste Priorität wohl ist, das ist die Werkbank auszuarbeiten, weil dann könnten wir hier noch ein paar mit einer Axt, die wir dadurch herstellen können, ein paar Schränke demolieren. Da hätten wir ja noch genug Material und das würde uns auch erstmal mit Holz versorgen. Na, scheint mir am sinnvollsten zu sein. Hungrig, traurig. Das sind Aussichten. Gut, dann lasse ich Bruno mal ein bisschen Wasser schippen, Schnee schippen. Dann gehen Sie mal raus, machen wir zu. Also bei 8 Grad erfrieren, das glaube ich jetzt nicht, dass da irgendeiner erfriert. So, wird eh zeitlich nicht mehr ganz reichen, ja? Ja, wusste ich's doch. Es reicht zeitlich nicht. So, unser guter Roman, der verbringt die Nacht bei einer Nachbarin und hilft da kräftig mit. Das heißt, wir müssen mit jemanden anderen mal raus. Jetzt ist die Frage, eigentlich muss es Bruno sein. Sie muss Wache schieben, weil nämlich Emilia leicht krank ist. So, jetzt waren wir in dem Militärstützpunkt, was ja nicht besonders erfolgreich war. Wir sehen es bei den 0%. Dann, jo, Baustelle, ach ja, es geht so. Scharfschützending will ich nicht hin. Kirre haben wir auch schon besucht. Dann hier die zerstörte Villa. Da können wir nicht hin, weil alles zugeweht ist. Also es ist ein bisschen spärlich. Von daher würde ich mal sagen, wo waren wir denn? Im Militärstützpunkt waren wir. Und das war ja nicht so erfolgreich, ne? Wo waren wir denn vor einem Tag? Oh, da haben wir ja gut was zusammengetragen. Ich glaube, da gehen wir noch mal hin. In der Hoffnung, kam da irgendwas von Gefahr? Nein.
da gehen wir hin. In der Hoffnung, ich nehme mal Dietrich mit. Und Brechstange, nein, die nehme ich mal nicht mit. In der Hoffnung, wir können da noch ein bisschen was ausplündern. Schauen wir mal. Ne? So. Ich hoffe, es ist genauso verlassen wie schon mal. Aha, da unten sind Menschen. Ja, das sind Menschen auf jeden Fall. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Nicht da hoch. Wie war denn das eigentlich? Das ist total labyrinthisch hier angelegt. So, Bruno, komm mal. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwas reißen. Ja, ein bisschen was noch mitnehmen. Das sollten wir dringend tun. Da ist nichts, dann machen wir mal auf. Shit, okay. Gut, da bräuchten wir wohl eine Brechstange. Da hätten wir noch was. Hier unten ist nichts, nein. Ich traue mich auch nicht, Krach zu machen. Wir brauchen auf jeden Fall wenigstens ein paar Tauschgegenstände für den Militärstützpunkt eventuell. Schauen wir mal, was wir hier finden. Das könnten wir eintauschen, genau. Ganz da hoch. Da ist nichts. Bruno, komm. Da haben wir noch was. Yes. Alles mal mitnehmen, komm. Da schauen wir durch. Ob es sicher ist. Es ist sicher. Und die Türen schön wieder zumachen. Ah, für unseren Dietrich wunderbar. Den haben wir ja dabei. Ich hoffe, ich habe ihn eingepackt. Oh ja, Essen. Sehr schön. Na ja, auf. Los. Ich habe ihn eingepackt. Sehr gut. So. Und, was hätten wir? Oh, das wäre eine kaputte Gitarre. Könnten wir auch gut gebrauchen. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich da lasse. Ich glaube, die Waffenteile lasse ich... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Holz brauchen wir natürlich. Und das können wir auch gut gebrauchen. Sehr schön. Ja. Jetzt kommen wir hier mal durch. Ist irgendjemand? Nein. Es gefällt mir, dass hier niemand ist, ehrlich gesagt. Gefällt mir gut. Komm ich hier hoch? Kommst du hier hoch, Bruno? Ja, kommt er. Aber da kommt er nicht rüber. Okay, dann gehen wir da hoch. Vielleicht hat das Spiel ja tatsächlich ein bisschen Mitleid mit mir, was ich mir kaum vorstellen kann. Guck mal durch. Es sieht ziemlich verlassen aus. So, wir wollen uns auch ein bisschen beeilen. Ah, da kommt er hoch. Sehr schön. Ein bisschen beeilen, dass wir hier die Tür noch mal zu. Ah, da oben. Aber da brauchen wir ein Sägeblatt, das haben wir nicht. Also es sieht ziemlich verlassen aus. Ja, da gibt es jetzt nichts mehr. Hier da runter. Ich glaube, da gibt es nichts mehr Großartiges. Ah, hier.
Aber da waren wir, glaube ich, vorhin schon, ne? Das hatte ich nicht ganz. Ja, oh, wow, wow, wow. Her damit, da waren wir doch noch nicht. Ich brauche noch mehr Holz. Das ist ganz wichtig. Die kaputte Gitarre, ich weiß jetzt nicht. Die Schießpulver können wir eigentlich hier lassen. Nehmen dafür. Die Pistolenmuni lassen wir auch hier. Nehmen das Holz dafür mit. Drei Holz. Naja, ist besser wie nichts. Und zum Handeln ist es ja eigentlich auch ganz geschickt. Ich glaube, wir müssen auch bald wieder... Ups, da hätte ich jetzt nicht runter sollen. Ich hätte jetzt da noch... Egal, wir müssen eh zurückkommen. Gut. Jetzt sind wir ein bisschen früher zurück, aber das ist egal. Wir haben gute Beute gemacht. Ist die Hauptsache. Also mein persönliches Ziel ist es, Tag 35 zu erreichen. 6 Tage also noch durchhalten. Ja, ich habe sehr nette Dinge gefunden und auch nicht wenig. Das ist verdammt gut. Oh nein, das ist weniger gut. Wir wurden ausgeplündert. Und auch noch Emilia wurde auch noch verletzt. Super Sache. Zum Glück geringfügigen Schaden. Okay, okay, okay. Ach, das gefällt mir nicht. Können wir... Nein, wir haben noch nichts zu essen. Kannst du irgendwas kochen? Kann er nicht. Ich brauche eh wieder ein bisschen Brennstoff hier. Jetzt könnte der Händler kommen. Er ist sehr müde. Leicht krank und leicht verletzt. Okay, sie erholt sich sowieso gerade. Er ist sehr müde. Das heißt, er geht mir mal schlafen. Was ist mit ihr? Sie ist sehr hungrig. Ja, finde ich gut, wenn du sehr hungrig bist. Das heißt, die muss auf jeden Fall was essen. Ja, wir müssen heizen, stimmt. Das ist wahr. Das ist wahr. Das sollten wir machen. So. Sie erholt sich. Okay. Ja. Er ist auch gerade am Pennen, glaube ich. Hallo? Ja, ist er. Gut. Gut, dann schaue ich mal. Er ist auch müde. Es sind alle müde. Jemand ist an der Tür. Das ist gut. Das ist gut. Komm. Das sieht nach Händler aus. Komm, beeil dich mal. Hi. Was hast du denn mitgebracht? Oh. Sieht gut aus. Ich könnte dir anbieten, so, einfach so mal pro forma, das hier, weil das brauche ich nicht. Zum Tausch möchte ich bitte... Das reicht nicht? Hallo? Das ist jetzt aber unverschämt ein bisschen. Das reicht nicht. Ich brauche immer dasselbe. Ich brauche immer... Ja, scheiße. Das reicht ihm nicht. Was mache ich denn da? Was gebe ich dem? Du könntest das hier haben. Das reicht immer noch nicht. Ich habe auch noch Schnaps für dich. Gut. Dann hätte ich gerne... Das reicht nicht. Ah, man sieht schon, das Essen wird immer weniger. Gut, ich versuche es dann mal mit... Das möchte auch nicht. Ich brauche das aber. So. Du bekommst von mir dafür... Ach komm, ich habe... Ach Gott. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Braucht das aber.
Das Fleisch. Das könnte ich dem denn noch geben? Ja, hier und hier von mir aus. Das reicht immer noch nicht. Scheiße. Ja, weißt du, wir es wohl nicht haben. Aber hier hätte ich noch was. Gut, wir können uns einigen. Schön. Gut, dann probiere ich es hier nochmal. Wird wieder nicht reichen. Dachte ich mir. Kriegst du noch einen Schnaps? Wie wär's? Mein Scheiße, der lässt nicht mit sich handeln. Weil das Feuerholz so spärlich ist. Das ist der Grund. Gut, wir können uns einigen. Sehr schön. Können wir vielleicht noch irgendwas ergattern? Vielleicht... Nein, Holz würde mir nicht mehr... Okay, ich habe hier auch schon 35, sehe ich gerade. Das ist gut. Diesen Werkzeug teilen, das heißt, ich bräuchte da gar nicht so viel. So vielleicht. Vielleicht brauche ich... Ah ne, ich hab 31, so ja. Ich brauche aber noch ein Holz. Das macht er aber nicht mit. Hm. Da ist guter Rat wirklich verdammt teuer. Und wenn ich dir eine Waffe dafür gebe? Eine? Ach, geht gar nicht mehr. Vielleicht ist... Nee, Schnaps müsste eigentlich mehr wert sein. Und wenn ich dir die Werkzeugteile mal wegnehme und dafür eine Waffe... Das ist sehr großzügig. Ah, ist sehr schön. Ah, fuck. Weil wir haben ja zwei Messer. 2, 4, 6, 8 hätten wir dann. Hm. Könnte ich noch irgendwas entbehren? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Wir mal... Nein, das reicht nicht mehr. Schade. Schade, schade. Könntet ihr hier noch einen geben? Habe ich da noch was frei? Komm, ein Holz noch. Es sind harte Zeiten. Scheiße. Scheiße. 2, 4, 6, 8. 8 hätte ich da noch. Das ist nicht so. Die kaputte Gitarre, die will ich mal erstmal noch behalten. Aber ich hätte gern mehr Holz. Hm. Das ist die Frage. Gut, ich nehme ein Essen weniger und dafür will ich noch Holz. So, 4, 6, 8, 10 Holz hätten wir dann. Zwei Essen, eine Konserve. Jetzt ist die Frage, ist die Konserve? Konserve habe ich auch eine. Ja, das könnte hinkommen, oder? Ja, das ist okay. Okay, machen wir so. Also dann... Ich wünsche dir was. Tschüssi. Viel Glück. Ja, Glück können wir wirklich gebrauchen. Und jetzt können wir auch kochen, ne? Nein, können wir nicht, weil wir erstmal Holz benötigen. Machen wir. So. Gut. Müde. Du bist müde. Ich warte erstmal bis... Sie erholt sich noch. Die ist bis jetzt nicht sehr produktiv im eigentlichen Sinne, ne? Also Bruno, komm. Aber hier. Ja, können wir es herstellen. Mach mal. Zwei. Na, zwei, komm. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Also, Svetka. Du darfst jetzt hier mal ein bisschen Feuerholz nachlegen. Bevor du mir einschläfst. Den habe ich hoffentlich schlafen geschickt. Ja, habe ich. Sehr schön. Gut, sie hat das mit dem Feuer. Und müde ist sie auch. Sie darf jetzt erstmal Musik anmachen. Klassische Musik. Okay. Und dann darfst du dich hinlegen, wenn du magst.
So, wer ist noch müde und hungrig und alles Mögliche? Bruno ist auch hungrig. Bruno, du darfst, bevor wir wieder ausgeplündert werden. So, das reicht erstmal. Sehr schön. Du kannst dich hier hinsetzen, wenn du müde bist. Svetka habe ich gerade eben schlafen gelegt. Ja, der könnten wir eigentlich auch noch was zu essen geben. Komm, du darfst jetzt bestimmt was essen. Komm. Und dann kannst du dich wieder hinlegen, wenn du magst. Ja, ich bin echt gespannt, wie lange ich es durchhalte, ja? Das ist wirklich spannend und es passiert jeden Tag irgendwas eigentlich, ne? Mit dem man auch nicht unbedingt immer rechnet. Also nochmal, ne, Feuerholz muss er das mal machen. Brennholz. So. Na, mal eins. So, geht's mal runter. Nichts nach. Es ist kein Tag gut im Krieg. So, ach nee, bei dem Ofen wollte ich auch mal gucken. Den abzugraden. Nee, das Thermostat. Thermostat! Oh, okay. Okay, Mixer könnten wir machen. Und okay, diese fortschrittliche Werkstatt ermöglicht uns nützliche elektrische Geräte wie UV-Lampen für Gärten und Mixer für Kräuter- und Metallwerkstätten herzustellen. Noch nicht. Lass mal gucken, lass mal abchecken, ja. Ist der Kräutergarten? Muss man den Mixer herstellen, stimmt. Und hier mein Ding, was ich... Ah, ja, Leute! Ja! Herstellen! Yes! Yes! Juhu! Ah, das freut mich jetzt riesig. Jetzt bin ich besser gelaunt hier. Super! Super! Genial! Das ist super, wir können eine Axt herstellen. Ja, du darfst gleich schlafen. Der darf jetzt erstmal essen. Und du guckst jetzt hier mal. So, die brauchen wir als nächstes. Und das geht sogar. Wir brauchen nur hier so Waffenteile. Oh Gott, wo kriegt man die her? Und wir brauchen Holz. Ja, also auf jeden Fall, das muss her. Die Axt, die brauchen wir unbedingt. Ja, sowas von unbedingt. So. Du darfst jetzt schlafen. Du wolltest schlafen, ne? Also dann check dich hin. Er ist eigentlich gut gewappnet hier. Das ist nicht schlecht. Und wir starten in die nächste Nacht. Sehr schön. Die bleibt, oh Gott, die plündern, ne? Die bleibt im Bett. Dann Bruno ist müde und sie kann ja Wache stehen. Und er geht bei mir jetzt wieder plündern. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Also vor einem Tag waren wir hier. Das war ja eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Da hatten wir ja einiges an Materialien. Ich überlege, ob ich dann wieder hin soll, aber ich glaube, New. Vielleicht nicht so klug. Doppelhaus für 21 Tagen. Jo, das könnte auch hinhauen. Menge Waffen. Große Menge Waffen. Ja, das heißt, das ist eh wieder Gefahr hier. Verzug. Vor 15 Tagen waren wir da. 25 Tagen. Menge Teile. Das klingt doch gar nicht schlecht in der zerstörten Villa. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Und mitnehmen werden wir die Brechstange, die haben wir ja eigentlich immer mit am Start. Und sonst dich eigentlich, ja, ist okay, ne? Gehen wir so. Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Hoffentlich ist es nicht bewacht. Oh, ich sehe schon mal gleich ein paar Leute. Nicht gut. Hör mal auf. Da rein. Hör wieder zu. Geh mal runter.
Da hätten wir schon mal was. Hoffentlich kommt er jetzt nicht in unsere Richtung. Ne, da geht auch noch was. Sehr schön. Jetzt bitte. Oh ja, das ist überlebenswichtig hier. Dann können wir da. Hör mal auf. Oh nein, 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 nein. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Komm mal hier durch. Okay. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich möchte eigentlich nicht wieder eine böse Überraschung erleben. So, was haben wir? Oh ja, sehr schön. Alles mitnehmen. Ja, können wir verheizen. Ah, hier hoch, hier hoch. Oh ja, da ist ordentlich Zeug zu holen. Nimm alles mit. Da hätten wir sogar schon mal so ein wichtiges Teil, was wir brauchen für unsere Axt. Ah, Düngemittel. Ja, als Falle wäre das nicht schlecht. Deswegen nehme ich das jetzt mal mit. So, jetzt gucken wir mal hier durch. Wie sieht's denn da aus? Mal auf. Da liegt irgendwas. Oder da ist irgendwas. Da könnte ich, glaube ich, auch runterspringen. Da ist ein Liebesbrief. Der Eigentümer der Villa hatte anscheinend eine Schwäche für eine Frau, die seine Wunden verarztete. Zumindest konnte er etwas Trost finden. Ja, sehr schön für den Kerl. Da oben könnten wir was aufbrechen. Das ist mir aber zu riskant, ehrlich gesagt. Ah, zu. Ah, da unten war ich. Ach ja, da war ich schon. Stimmt. Das ist wirklich die Frage, wie wir hier vorgehen. Sieht es in dem Rucksack aus? Eigentlich schon voll. Das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Im Prinzip haben wir da recht gute Beute gemacht. Bisher. Mal überlegen, wie ich da weiter vorgehe. Guck mal ja doch. Oh oh, oh oh. Geh weg. Sieht ihr mich noch? Ich habe mir jetzt zeitgleich Tür. Oh, Kühlschrank, Kühlschrank. Essen. So. Wow. Geil ist das denn? Ich muss da was da lassen. Und muss dringend. Konserve, die sind so wichtig. Das lasse ich auch mal da und hier das Essen mit. Das ist so wichtig. So, da mal die Zeit nicht aus dem Blick verlieren. Ein Schwarz-Weiß-Bild von der Frau des Eigentümers. Sie ist von brennenden Kerzen umgeben. Sie ist vor dem Krieg gestorben. So, jetzt hier unten noch und dann gehen wir. Zumindest fürs. Nimm mit. Oh, Holz! 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 Ich werde nicht mehr echt. Holz. Überlebenswichtig. Ja, das war's, Leute. Ich glaube, ich habe genug. Oh, oh, da gehen wieder Türen auf, da. Das gefällt mir nicht. Wow, und noch mehr. Hier muss ich wieder hin. So, aber jetzt. Oh oh. Komm schnell darüber.
Tür zu, die kommt runter. Hoch. Oh oh, komm. Renn. Ja, das haben wir geschafft. Leute, komm, 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 komm. Yes! Roman ist zurück und er hat wirklich geile Beute im Gepäck. Super! So beendet man gerne eine Folge, ehrlich gesagt. Tag 30 schon. Wow, wow, wow. Und wir sind zurück. So. Sehr gute Beute, das stimmt. Wir haben mal wieder was zu essen. Eigentlich genug. Ja, es scheint so, als würde das Wetter anfangen, sich unwohl zu fühlen. Das gefällt mir nicht. Da muss ich irgendwas dagegen tun. Aber das machen wir beim nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.